Das erste beim Kritikgespräch ist die Erkenntnis, noch einmal, die wir schon hatten, wir brauchen auf der Beziehungsebene unbedingt und für die gesamte Dauer des Gespräches die Ausgangssituation, ich bin okay, du bist okay. Das ist eine wichtige psychologische Grundvoraussetzung. Ich bin okay, du bist okay. Erste Konstellation, die wir kennengelernt haben, Sie erinnern sich, es gibt vier. Ich bin okay, du bist nicht okay. Ich bin nicht okay, du bist okay. Und beide sind nicht okay. Können wir alles nicht brauchen. Das Einzige, was uns hilft, ist, ich bin okay, du bist okay auf der Beziehungsebene. Auf der Sachebene müssen wir Dinge ansprechen, die nicht okay sind, sonst wäre es kein Kritikgespräch. Ja, auf der Sachebene müssen wir Dinge ansprechen, die nicht okay sind. Zum Beispiel, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin muss in diesem Areal einen Schutzhelm tragen und sie trägt ihn nicht. Und der entsprechende Vorgesetzte, der Bauleiter, der Polier, wer immer, muss jetzt hier ein Gespräch führen. Und das Ziel dieses Gespräches ist, dass die Mitarbeiterin nachher den Helm trägt und zwar nicht mit der Faust in der Tasche und ihn sofort wieder abnimmt, wenn der Vorgesetzte den Rücken dreht, sondern den Sinn dieser Vorschrift eingesehen hat und ihr Verhalten dementsprechend ändert und beibehält. Das ist keine leichte Aufgabe. Deswegen absolute Grundvoraussetzung, ich bin okay, du bist okay. Wenn wir diese Regel verletzen, scheitert alles andere. Alles andere scheitert, wenn diese Regel verletzt ist. Die ist extrem wichtig. Wenn wir kommunizieren, ich bin okay, du bist nicht okay, können wir es vergessen im Prinzip. Der wird zwar tun, in dem Moment, wo wir hinschauen, wird aber die Faust in der Tasche machen und auf irgendeinem Wege zahlt er das dann zurück. Diese Verletzung, die er innerlich spürt, zahlt er auf irgendeinem Wege zurück.